Oder ich weiß nicht, wie wir dazu kommen, aber jetzt sind wir da. Julienkos neue Freundin zwischen BKA-Botschafterin und illegalen Glücksspiel. Was? Es ist Dezember und noch vor kurzem war der Black Friday und ich muss ehrlich sagen, der November hat mich sehr müde gemacht. Ich habe überall nur Werbung gesehen und es hat mich fertig gemacht und ich bin einfach müde geworden von Werbung. Aber es gibt eine Person, die wird niemals müde von Werbung und zwar Tanja Makaric. Das Oberteil ist auch von Trenjol. Die haben wirklich eine gigantische Auswahl. Die neue Freundin von Julienko. Falls ihr noch nicht dran teilgenommen habt, ihr müsst einfach nur diesen 4 Accounts hier folgen und ihr könnt schon teilnehmen. Der ebenso wenig müde wird von Werbung. Der Typ ist so wenig müde. Digga, was hast du denn mit deinen 8K, Digga? Von Werbung, dass er sogar Werbung für Werbung macht. Normalerweise würde ich sagen, scheiß drauf, ich habe schon mal ein Video zu Julienko gemacht, ich habe ihn näher beleuchtet, ich habe Problematiken beleuchtet. Deswegen, das ist abgehakt und das könnt ihr euch in einem anderen Video anschauen. Aber manche von euch verfolgen Tanja tatsächlich schon länger und schreiben dann immer fleißig an meine Saschkas Ideenpalast-E-Mail-Adresse und sagen dann, hey, unser Girl Saschka, schau dir das doch mal an. Und deswegen starten wir jetzt einfach mit dem Best Girlfriend Ever. Best Girlfriend Ever. Für diejenigen, die noch bis jetzt so sind, so, hä, was ist das, von wem redest du, mache ich eine super schnelle Zusammenfassung. Julienko war mit Bibi zusammen, die haben das zusammen Challenges gemacht, haben beide super viel Reichweite gemacht, haben super viel Werbung gemacht und irgendwann nach so 2 Kindern und 12 Jahren Beziehung haben die sich dann getrennt und Julienko ist irgendwie als Saubermann aus dieser ganzen Geschichte rausgegangen, weil Bibi mit einem neuen Typen erwischt wurde. Ich weiß, alles ein bisschen kompliziert. Julienko hat dann den Spieß umgedreht und hat auf einmal... Ich komme gerade von einem Simex-Video, also alles gut. ...mal auch eine neue gehabt. Best Girlfriend Ever. Die er dann bis zum geht nicht mehr der Öffentlichkeit präsentiert hat, sodass sie jetzt Influencerin geworden ist. Ihr wisst, wie sehr ich meine J-Kette liebe von Javelina und ich habe die jetzt auch noch in Silber bekommen. So unglaublich cool. Um die handelt es sich heute nämlich. Tanja Makaric. Aber was ist denn die Problematik hinter dieser 0815-Beziehung von Julienko und Tanja? Naja, zuallererst ist es eben die Vermarktung. Ob es jetzt ein graviertes Messer ist mit dem Nachnamen von Julienko, um eben zu provozieren, damit Promi-Flash darüber berichtet. Spoiler, hat's auch gemacht. Oder dass Tanja sich eben wie eine perfekte Hausfrau abmüht und zeigt, wie viel Wäsche sie wäscht. Es scheint so, als ob sie penetrant alles dafür tun, damit ihre Beziehung im Vordergrund steht. Böse Zungen würden behaupten, nice, dass Video. Sie das für Geld machen, denn hey, das Ganze bringt natürlich Reichweite. Reichweite bringt Sponsoren, die viel Geld bezahlen und so weiter und so fort. Und das Problem dahinter ist, dass Tanja am Anfang zwar relativ gut aufgenommen wurde, doch irgendwann ist den Leuten aufgefallen, warte mal, Tanja sieht gar nicht aus wie auf diesen Bildern. Ja, auf diesem. Oder wie auf diesem. Das ist eine komplett andere Person. Und so kam es eben auf, dass Tanja Hate kassiert hat. Und auch sagen werde für die Zukunft, wenn ich einen Filter benutze, ist das meine Entscheidung. Und wenn ich keinen Filter benutze, ist das auch meine Entscheidung. Das ist mein Leben. Ich glaube, es gibt da verschiedene Ansichtsweisen, dass man eben auch nicht den Leuten vortäuschen sollte, dass man komplett anders aussieht. Und wenn man so eine verzerrte Wahrnehmung hat, dann sollte man das vielleicht nicht vor einem riesen Publikum auf Instagram ausleben. Aber okay, sei es mal dahingestellt. Was aber nicht dahingestellt sein sollte, ist Hate. Es ist natürlich definitiv klar, dass es nicht in Ordnung ist, andere zu mobben, hasserfüllte Inhalte zu posten oder jemanden lange zu terrorisieren und mit vulgärer Sprache zu beleidigen. So, jetzt habe ich diesen ganzen Kontext erklärt und irgendwann hat Tanja dann gesagt, Leute, man muss doch irgendwas gegen diesen Hate tun. Jetzt, ich bin hier, ich bin da und ich werde mich dafür einsetzen. Ich werde das Internet verändern. Und zwar habe ich doch schon mal angesprochen, dass ich mich sehr gerne dafür einsetzen würde, dass wir uns auf Instagram alle verifizieren müssen, um einfach so ein bisschen Sicherheit zu schaffen und dass vielleicht Mobbing einfach mal weniger wird. Momentan ist es so, das ist natürlich hoffentlich allen klar, dass die Polizei schon im Internet irgendwie ein bisschen alles bewacht, vor allem die Politiker. Also die Polizei hat ja bestimmte Maßnahmen, bestimmte Zugriffe, um herauszufinden, durch IP-Adressen, wo Leute sitzen. Die sind aber ein bisschen kacke, was Internet angeht, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das ist. Und dann jemanden anzuzeigen. Es gibt die Möglichkeiten, die werden, wie auch Tanja sagt, eher bei höheren Leuten verfolgt, wie bei Politikern oder eben bei Prominenten. Es gibt zwar Organisationen, wie beispielsweise Hate Aid, aber sowas müsste ja eher von einer Bundesbehörde auch aktiv verfolgt werden. Ich kann bis dahin das Problem auch verstehen. Und deswegen bietet sich Tanja freiwillig als BKA-Botschafterin an, weil das BKA hat gesagt, Leute, wir brauchen hier wen. Wir brauchen hier wen, der uns das Internet erklärt, weil das ist Neuland. Das BKA
würde sich halt freuen, wenn die da irgendwie so eine Partnerschaft hätten, also eine Botschafterin dafür, und den Leuten ganz oben erklärt, was eigentlich Sache auf Instagram ist, was die harte Realität ist. Und ja, dann würde ich mich dafür vorschlagen. Und ich frage mich halt, warum. Na klar. Und Instagram ist ab 16 und damit fällt es wohl flach, weil die gesagt haben, dass die schlimmsten Kommentare von den Männern und Frauen unter 16 kommen. Also Tanja weiß nicht, dass Instagram nicht ab 16 ist. Tanja weiß auch sonst irgendwie nicht so viel über Instagram. Fragen, die ihr dann habt mit Internetpolizei und so weiter, die kann ich euch jetzt noch nicht beantworten. Wie die Gesetzeslage da ist, kann ich euch auch noch nicht beantworten. Und trotzdem sagt Tanja, aber es sieht wohl sehr gut aus. Meine Damen und Herren, ich kenne diesen Klimawandel nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Klimawandel stoppt. Aber es sieht gut aus. Alles gut. Tranquilo. Aber jetzt mal zu den harten Fakten. Es gibt bereits seit Jahren ganze Debatten darüber, inwiefern man die Anonymität im Internet einschränken sollte. Ob man Hate Speech eingrenzen sollte, wäre es dann eine Meinungsbeschränkung? Wo fängt Meinungsfreiheit an? Was ist mit Datenschutz? Was ist mit Datenmissbrauch? Was ist mit politisch Verfolgten, die ihre Meinung nur dadurch preisgeben können, dass sie eben anonym sind? Überlegt mal, wenn jetzt jemand nicht sein Perso angeben will, dann hat er halt auch kein Instagram. Man kann Anonymität im Internet per se nicht schwarz und weiß sehen, denn es gibt eine Grauzone. Und ich kann verstehen, wenn man von Hate betroffen ist, dass man eben diese Leute zur Strecke bringen will, dass man sie anzeigen will, dass man Gerechtigkeit will. Aber wenn man irgendwie seit 5 Monaten auf Instagram ist und dafür gehatet wird, dass man sich zu viel photoshoppt, dann erstens hast du die Möglichkeit, aufzuhören, dich zu photoshoppen. Nur mal hier eben am Rande. Und zweitens, es gibt so viele Aspekte, die man bei diesem Thema bedenken muss. Und einfach nur zu sagen, überlegt mal, wenn jetzt jemand nicht sein Perso angeben will, dann hat er halt auch kein Instagram. Natürlich wäre ich auch glücklich darüber, wenn Hate ein wenig runtergehen würde. Wenn man nicht irgendwelche vulgären Begriffe lesen würde. Wenn man irgendwie keine Morddrohungen mehr sehen würde. Oder. Also ganz schlimme Dinge. Wenn man das einfach rechtlich verfolgen könnte, was ja eigentlich geht. Nur eben muss man die Bundesbehörden in dem Sinne aktiver darauf vorbereiten. Nur ich stelle mir die Frage, was befähigt Tanja überhaupt dazu, sich als Botschafterin vorschlagen zu lassen? Denn auch hier mal die harten Facts. Alles, was sie macht, sind Schrottplacements. Ob es Werbung für Vitamine sind. Ein Teelöffel reicht vollkommen. Ob es Werbung für Rasierer sind. Das war ja schlecht. Und kostenloser Versand. Oder für Billigklamottenanbieter, die nicht besser abschneiden als Shein. Den Link und schaut euch das mal an. Die haben wirklich richtig viele Farben. Das Video könnt ihr euch gerne nach dem Video angucken. Denn ein Video mit Oksana Schulze wollt ihr nicht verpassen. Aber was mich vor allem am meisten schockiert hat, ist, dass unsere fast BKA-Botschafterin Werbung für Glücksspiel gemacht hat. Ein Montana Black musste jahrelang hart dafür streamen und rauchen vor der Kamera. Und dann kommt Tanja, 5 Monate hier, und haut direkt die Keule, die Glücksspielkeule raus. Ne? Und sagt so, Leute, wenn wir in Spanien sind, dann sehen wir El Gordo. Und El Gordo ist die größte Weihnachtslotterie auf der Welt. Die Gewinne sind bis zu 2,5 Milliarden Euro wert. Also wirklich unglaublich. Und ihr könnt es jetzt in Deutschland spielen, und zwar über Lottoland. Und ich hatte direkt Gänsehaut vor Scham. Also eine Frage habe ich, was macht man mit 2,5 Milliarden Euro, wenn man die gewinnt? Was würdet ihr als erstes machen? Was würde ich mir mit 2,5 Milliarden Euro holen? Vielleicht sowas wie Moral. Man muss fairerweise sagen, dass es schon mehrere Influencer gegeben hat, die Werbung für Glücksspiel gemacht haben. Mein Favorit, Laura Joel. Einen wunderschönen Samstag, meine Süßen, jetzt auch persönlich. Ich habe einen Tipp für euch direkt mal zu Beginn. Für alle, die gerne Lotto spielen. Die beliebteste Lotterie der Deutschen, Lotto 6 aus 49, liegt ja aktuell bei 25 Millionen Euro. Viele von euch haben mich gefragt, ob ich nochmal einen Link dazu posten könnte, denn ich hatte ja letztens schon einen Link, damit kriegt ihr 12 Tipps für nur 1 Euro. Wirklich, Laura, viele haben dich gefragt, wer war's denn? Sei mal ehrlich, was der hier? Hör auf damit. Aber Tanja legt noch einen drauf. Also mit diesem Link, den ich euch einfüge, der gilt aber nur für Deutschland, könnt ihr 2 für 1 spielen. Das heißt einmal El Gordo gratis. Und jedes 6. Los gewinnt. Also kauft schnell eure Lose, bevor sie alle ausverkauft sind. Das geht nämlich immer ganz, ganz, ganz schnell.
Jedes sechste Los gewinnt, aber dann ist ja nur eins, was den Hauptgewinn macht. Dessen Lose über Lottoland verkauft werden. Das heißt, ihr kauft Lose und nehmt dann automatisch im Ausland daran teil. Und es klingt auch erstmal vielversprechend. Lottoland sagt über sich selbst, dass die Jackpot-Chancen wesentlich höher sind, denn man hat eine Chance von 1 zu 100.000 auf einen Hauptpreis. Und im Weiteren werden dann die Jackpot-Chancen verglichen. Beispielsweise hat man bei Lotto 6 aus 49 eine Chance von 1 zu 140 Millionen und so weiter und so fort. Das heißt, es klingt natürlich erstmal total attraktiv. Man denkt sich so, oh, voll geil. 1 zu 100.000 ist so viel besser als 1 zu 140 Millionen. Und Tanja sagt auch selbst, dass jedes sechste Los gewinnt. Und jedes sechste Los gewinnt. Also kauft schnell eure Lose, bevor sie alle ausverkauft sind. Ich habe mir das durchgelesen. Das stimmt eigentlich gar nicht. Das ist eine Lüge, weil hier steht, ja gut, dann kannst du 500.000 für Steph Curry beiseite legen, die anderen 2 Milliarden, die nämlich. Dass jedes zehnte Los gewinnt, was schon mal ein erheblicher Unterschied ist. Und jedes sechste Los in etwa den Gewinn zurückbringt. Interpretation nach oben offen, ne? Muss man einfach so sagen, aber okay. Am besten macht ihr euch aber ein Spielerkonto und verifiziert euch direkt, denn dann läuft alles reibungslos ab und eure Gewinne werden sofort ausgezahlt. Ist das so? Denn die haufenweise schlechten Bewertungen reden eine andere Sprache. Muss immer gelöschtes Profil, Gewinne nicht ausgezahlt, unseriös und Verifizierung geht nicht voran, noch nie Geld gesehen. Aber woran liegt das denn? Mega, und ist Lottoland gar nicht so seriös, wie Tanja es mir hier vermittelt? Die Lottoland-Gruppe mit den Auftritten Lottoland und Lottohelden verstößt seit jeher gegen geltendes Recht in Deutschland, was seinen Niederschlag in entsprechenden Gerichtsentscheidungen gegen Lottoland gefunden. Das ist ja sogar noch schlimmer als NFTs. Warte mal, was? Natürlich werde ich jetzt auch sagen, was an denen unseriös ist, ne? Weil wenn es unsere BKA-Botschafterin hier nicht freiwillig macht, muss ich halt dafür einspringen. Ich bin die Crew-BKA-Botschafterin. Bei Webseiten wie lottoland.com redet man von schwarzen Lotterien bzw. Zweitlotterien. Das wird am Anfang einem nicht bewusst, da die Webseiten relativ seriös aussehen. Sie haben eine deutsche Aufmache, sodass man denkt, dass hier deutsches Recht gelten wird. Doch die Juristin von Behren erklärt, es wird nur eine Wette auf das Ergebnis der staatlichen Lotterie abgegeben. Also El Gordo in Spanien. Gegenüber der deutschen Lottogesellschaft besteht daher auch kein Anspruch auf Auszahlung eines Gewinns. Schwarze Lotterien sind vor allem eines nicht zugelassen in Deutschland. Und es kommt sogar noch dicker. Ich finde, das hätte man auch irgendwo hier hinschreiben können. Aber ich kann ja kaum erkennen, dass das ab 18 ist. Meine Güte. Tanja, kannst du es vielleicht noch ein bisschen kleiner schreiben, sodass ich auch wirklich gar nichts erkenne? Ihr könnt euch strafbar machen, wenn ihr an diesem Glücksspiel teilnehmt, wegen vorsätzlicher Beteiligung an unerlaubtem Glücksspiel. Selbst die Verbraucherzentrale führt diese Lotterie als schwarze Lotterie auf und ist es halt auch wirklich nicht sonderlich schwer, das rauszufinden. Jetzt sagt aber Lottoland über sich selbst, dass sie eine europäische Lizenz haben und es deswegen vollkommen legal ist, dass sie das in Deutschland anbieten. Aber Fakt ist, dass selbst wenn man der Verbraucherzentrale nicht glaubt, es eine Liste gibt, wo die Namen aller in Deutschland zugelassenen Anbieter von Glücksspiel aufgelistet sind. Und Fakt ist, dass Lottoland nicht in dieser Liste ist, Stand November 2022. Und ich bezweifle ganz hart, dass sich das in diesen 2 Wochen. Ja, genau richtig, Digga. Hast du genau richtig gemacht. Jetzt geändert haben soll. Jetzt haben wir aber auf der einen Seite Tanja, die fast BK. Dazu muss man auch sagen, Steph Curry ist halt auch schon reich, ne? Ich werde es gerade noch, ne? Kapi. Botschafterin, die mir sagt, Leute, El Gordo, voll geil. Und Lottoland sagt auch über sich selbst, dass sie eine europäische Lizenz haben und das eben vollkommen legal ist. Und auf der anderen Seite haben wir eben das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland, was mir sagt, viele Glücksspielanbieter werben zwar mit einer gültigen EU-Lizenz, allerdings gibt es gar keine offizielle EU-Lizenz, die Glücksspiel in Deutschland erlaubt. Ja, da muss ja irgendwie ein Fehler sein, ne? Weil ich meine, Malta, EU, ist doch alles super, müsste doch eigentlich kein Problem sein, oder? Wird eine Lizenz aus dem EU-Ausland angegeben, zum Beispiel aus Frankreich, Österreich, Malta oder Zypern, ist das Angebot in Deutschland illegal. Und das bringt mich auch zu meiner Frage am Anfang zurück. Was befähigt Tanja Makaric dazu, irgendwelches Halbwissen im Internet zu verbreiten? Du weißt, ich bin aber auch anders als Center da, ne? Aber jetzt gar kein Problem, bring ich dir bei, Junge. Center im Herzen. Sich gegen Hate einzusetzen, zu sagen, hey Leute, ich werde vielleicht BKA-Botschafterin. Aber auf der anderen Seite verarscht sie einfach die Zuschauerschaft bis zum Gehtnichtmehr und promotet sogar illegales
Gewinnspiel. Mal abgesehen davon, dass Werbung für Glücksspiel allgemein schon unmoralisch ist, ist das hier einfach noch eine Nummer härter. Und sagt dann, Leute, macht euch mal ein Konto, alles gut. Alles gut. Ja, ja, ist ab 18, aber muss ja jetzt nicht so auffällig gestehen, ne? Und das finde ich einfach nicht nur widersprüchlich, sondern ich finde das total fahrlässig. Jetzt mal einfach Spaß beiseite. Illegales Glücksspiel an eine sehr junge Zuschauerschaft zu verkaufen für Geld, wo du dahinter stehst, dein Gesicht dafür verkaufst. Du bist 5 Monate im Business, du verkaufst dein Gesicht für ein Glücksspiel. Sorry, aber irgendwo ist auch die Grenze erreicht. Wenn du für Trendyol Werbung machen willst, Jojenko kann auch noch deine Werbung bewerben. Alles gut, komm, ich habe keine Lust drauf. Aber das ist doch wirklich mal ein Schritt zu weit. Und das ist nicht in Ordnung, dass du diese gestellte Werbung auch wirklich hochlädst, ohne einfach mal selber zu hinterfragen, ob das in Ordnung ist. Ich war persönlich sehr geschockt, als ich das herausgefunden habe. Ich kann es auch irgendwie immer noch nicht glauben, dass man so naiv an die ganze Sache rangeht. Und dumm. Ich würde mir dumm wünschen, einfach, dass wenn man sich für tolle Themen im Internet einsetzt, man vielleicht ein bisschen mehr Hintergrundwissen mitbringt oder, wenn man schon keine Ahnung hat von diesen Themen, dann das vielleicht an jemanden abgibt, der sich mehr damit befasst. Und vielleicht sollte man sich eher mit seinem Wesen beschäftigen, bevor man sich im Internet als fast BKA-Botschafterin hinstellt, die den Hate auf der Welt beenden will. Gebt eurem Girl gerne einen Daumen nach oben, als auch ein Abo, damit wir uns nächste Woche Sonntag 18 Uhr wiedersehen. Tschüss! A little less than a month ago, I made a video. Ey, haben wir schon. Zweiter Advent. Das war ein sehr gutes Video, ohne Spaß. Alter, die ist einfach dumm wie Stroh. Die will doch auch nur BKA-Botschafterin werden, damit sie da auch noch Kohle kassiert. Die ist auch wahrscheinlich nur mit Julienko zusammen, damit sie Kohle kassiert. Das ist doch richtig, richtig abgebrüht. Dann mache ich die Werbung für NBA. Ohne Spaß, Digga.